Herzlich willkommen zurück bei Sherlock Holmes. Ja, gut gemacht, Watson. Holmes, Sie kegeln in der Wohnung? Nicht kegeln, mein lieber Watson. Ich spiele Bowls. Ernsthaft? Mit Ihrer Verletzung? Oh, nein. Mrs. Hudson wird Sie umbringen. Fürs Erste reicht es. Zeit zu gehen. Möchten Sie mich begleiten? Sie sind unverbesserlich, Holmes. Und wohin gehen wir? Ich nehme an der Finalrunde des jährlichen Turniers teil, das der Bowls Club des Archäologischen Instituts von London veranstaltet. Es ist eine offizielle Einladung. Ich muss mich noch passend anziehen, dann können wir los. Aha. Nun denn, nachdem wir die heftigen Ereignisse in unserem letzten Fall abgeschlossen haben, Lord Marsh seiner gerechten Strafe zugeführt haben, sind wir nun wieder bei Sherlock Holmes. Übrigens, diese ganzen Ruckler, die ihr seht am Anfang meistens, oder wenn man gerade ein neues Level geladen hat, das hängt leider mit dem Spiel zusammen. Da scheint irgendwas noch nachzuladen, während das Spiel schon losläuft. Ist also nicht ganz so, wie man das gerne hätte. Arzt, Bandit, also festlich sieht festlich hier aber nicht aus, muss ich sagen. Das sieht doch nicht festlich aus. Seelsorger, das hier sieht festlich aus. Sportkleidung, das sieht auch besser aus. Freizeitanzug, das sieht auch noch. Aber der Mantel, naja, der vielleicht nicht so. Aber gut, wenn es heißt festlich, dann festlich. Ich finde, das sieht nun überhaupt nicht festlich aus. Ja, zum Schminktisch? Nö, Kopfbedeckung. Vielleicht das hier. Was ist denn festlich? Das hier? Komm, ich lauf mal da. Ich lauf mal so. Schwach getarnt, da steht da. Das ist ja doof. Ja, bestätigen und beenden. Wir müssen doch nicht getarnt sein. Wir sind festlich. Vor allem ganz leger mit den Hosenträgern nach unten gestülpt. Ist ja auch schön. So, sind wir nun bereit? Ist das festlich genug für den Ball? Ziehen Sie sich nicht für die Partie um? Also doch. Na gut. Also, was war das, eine Sportpartie? Vielleicht hilft uns dann das Sportoutfit. So. Watson fand unsere Selektion an Kleidern nicht besonders ansprechend. Und auf Watson hören wir natürlich. Sportkleidung. So. Und für den Sport können wir auch noch eine andere Bedeckung. Das hier, oder? Das hier ist doch gut. Das ist doch eine Rumpelmütze fast schon. Hör mal. Fesch. Fesch. Der junge Mann. So. Das sieht doch gut aus. Nice, ne? Und tschüss. Achso. Ah nee, das wollte ich nicht. Beenden. Wir haben noch nichts hergeleitet. Wir haben noch nicht mal einen neuen Fall. Übrigens heißt dieser Fall, wir haben aber schon einen neuen Namen, eine Studie in Grün. Golf Club. Da wollen wir hin. Da sieht man es übrigens auch. Eine Studie in Grün. Mr. Holmes, Sie haben gestern sehr gut gespielt. Sie schmeicheln mir, Sir Charles. Ich treibe viel Freiluftsport. Das ist der Schlüssel zu meinem Erfolg. Mein Freund Dr. Watson wollte mich begleiten. Wirklich? Möchten Sie den Hauptpreis sehen, Mr. Holmes? Ein seltener Maya-Steinkalender der Kitschi. Der Kitschi? Ja, hier drüben steht eine Statue ihres legendären Königs Tikkun Umar. Nun ja, zumindest eine Kopie der Statue aus Metall. Die? Ah. Da nur Mitglieder Zutritt zum Clubhaus haben, stellen wir den Kalender im Freien aus. Schauen Sie sich ruhig um. Sind wir keine Mitglieder, oder was? Hör mal, jeder Club ist dankbar, uns als Mitglied zu haben. Die Statue von Tikkun Umar. Ja. Sieht ganz nice aus. Diese Statue besteht aus Metall. Könnte fast ein Skin für einen Xing Zhao sein oder so. Den Kalender würde ich gerne gewinnen. Ein fantastisches Kunstwerk.
Hör mal, Jungs, ihr habt die falschen Hüte auf. Wow. Da blitzte es gerade im Hintergrund und das sind irgendwelche Grafikfehler. Nun gut. Unreal Engine. Gott sei Dank benutzen wir Unity. So, wir wollen uns erstmal einen kleinen Überblick verschaffen. Vielleicht können wir auch irgendwas umschwerfen, umkippen oder so. Das ist das Spielfeld. Die Briten laufen nicht so gern. Deshalb ist das Footballfeld sehr klein. Aber es wird Geige gespielt. So, ich könnte auch noch hineingehen, aber ist das nicht ein bisschen zu früh? Soll ich mich nicht erst noch mal ein bisschen so umgucken? Wir gucken uns doch erstmal ein bisschen so um. Hör mal. Außerdem ein bisschen Freiluftsport. Ja, Sport tut doch gut. Hör mal, der hat ja auch meine Weste an. Es freut mich, dass Sie mein Finalgegner sind. Man nennt mich Arthur den Unbesiegbaren. Also wünsche ich Ihnen viel Glück. Dreh doch mal um, wenn ich mit dir rede. Das ist ja unverschämt hier. Oh, hors d'oeuvre. Ah, Mr. Holmes, sind Sie bereit für die Finalpartie? Nein. Ich brauche noch Zeit. Ja, muss ja erst mal ein paar hors d'oeuvre schnabulieren. Daran wird Watson seine Freude haben. Hey, ich auch. Sag mal, lass mich an die hors d'oeuvre dran. Das ist ja unfassbar. Ich darf keine hors d'oeuvre fressen. So. Tolles Finale. Haben Sie den Hauptpreis gesehen? Nee, die will ich nicht. Sich einfach mal voll daneben benehmen die ganze Zeit. Gucken wir mal hier. London Archaeological Institute's Bowling Club. Holmes und Holmes. Ja, wir sind aber ganz im Halbfinale sind wir. Gegen Leerbrug. Den haben wir schon kennengelernt. Er ist keine Herausforderung. Und wisst ihr, warum der keine Herausforderung ist? Weil der Fall nicht weitergeht, wenn ich nicht gewinne. Darauf könnt ihr mal einen lassen. So, sollen wir jetzt nochmal kurz versuchen, nach oben zu kommen? So ganz unauffällig, aber ich glaube, wir können da nicht rein, weil wir sind ja kein Mitglied. Nur Clubmitglieder haben Zutritt. Anscheinend ein Club ohne Glieder. Nun gut, dann wollen wir mal das Spiel starten. Sind Sie jetzt bereit? Natürlich. Ich war schon die ganze Zeit bereit. Ja, möge das Finale beginnen. Besiegen Sie Ihren Gegner, indem Sie mehr Bowls-Kugeln näher an der Zielkugel platzieren als er. Gut, dann werden wir mal gucken. Da wie Boccia. Halten zum Zoomen, links, rechts zum Zielen und A zum Werfen. Das ist jetzt aber die kleine Kugel, nehme ich an. Oh. Okay. Die haben ganz schön viele unterschiedliche Sachen hier reingebracht, muss ich ja sagen. So, was ist das denn hier? Wieso drall ich denn da immer automatisch? So, halten zum Zoomen. Okay. Also, jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ich das jetzt so werfe, ob der dann da hinkommt. Oh, wow, wow. Kann ich da noch irgendwas... Ah, die drehen sich tatsächlich so ein bisschen ein. Ey, das war gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Hallöchen? Ich hab schon gewonnen. Oh, lol. Der soll auch ins Halbfinale gekommen sein. Der spielt ja wie Schweden, hör mal. Gerade. So. Hey, ist alles viel zu easy. Eine zweite Kugel so nah ran. Oh, habe ich etwa einen kleinen Schutzwall um den weißen Ball gebaut? Ey, wie sie alle jubeln. Das erste Minigame, was ich mal richtig rocke hier gerade. Ey, 2 Meilen dran vorbei, würde ich sagen. Das ist ja schon langweilig fast. So, jetzt werde ich noch versuchen, den dritten zu platzieren.
Ah, das sollte auch gut gehen. Oh ja, oh ja, da kommt der dritte. Oh, ein bisschen zu sanft. Ah, nee. Nee, es ist ein perfektes Dreieck der Liebe. Oh Gott. Warte mal, so weit draußen. Ey, jetzt hör mal auf. Nee. Gott sei Dank. Ich weiß es aber nicht. Bin ich jetzt besser oder schlechter? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich werde aber versuchen, meine eigene Kugel zu treffen und die noch so ein bisschen ranzuditschen. Oh, das war zu wenig. Es ist ja am Ende noch tatsächlich mir ein bisschen gefährlich geworden. Ey, der könnte mir halt echt gefährlich geworden sein. Weißt du, der haut irgendwie viermal volle Kanne, dann eher zweimal volle Kanne daneben und dann trifft er einmal so einen unglaublich geilen Schuss. Es könnte sein. Jawoll, easy. Nächste Runde, wie viele Runden gibt's denn da? Willst du mich verarschen? Ach Gott. Ja, dann machen wir mal, das war eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Machen wir aber mit weniger Schmackes. Dass die Kugel nicht so weit rollt. So. Ey, die Spannung steigt im Stadion. Das kann ich aber mal, getrost verlauten lassen. Die Haltung ist ja so ein bisschen merkwürdig, ne? Aber wieder mal, naja, das letzte Mal war ich besser. Was? Es wird gebuht? Ich bin der Favorit. Haltet alle die Schnauze. Geht zu den Hors d'oeuvres und fresst euch voll. LOL. Willst du mich verarschen? Ey. Der verdammte Junior versucht mir ja gerade den Rang streitig zu machen. Das war mit Schmackes. Das geht dran vorbei, würde ich sagen. Bleib stehen! Nein! Mensch, diese Briten, die wissen, wie man feiert, ne? Gar nicht so wie in Frankreich. Frankreich ist gerade anderes Zeug los. Alter, jetzt hat er seine eigene Kugel so ein bisschen rausgehauen. Ist ja ganz gut. Vielleicht habe ich jetzt eine Chance, da wieder ran. Habe ich eine Chance, wieder ins Spiel zu kommen? Das war zu viel. Das war zu viel. Boah. Hahaha, Trottel. Die kommt halt näher als meine verdammte Axt. So, jetzt muss ich aber richtig rankommen, weil sonst ist nämlich hier zappenduster. Und dann steht's 1-1. Das ist an Spannung kaum mehr zu überbieten, hör mal. Nun gut. Das war wieder ein bisschen zu viel. Na? Oh, jetzt darf der auch nochmal. Ich habe aber nicht sehen können, welche Kugel hier gerade die bessere ist. Oh, der war gut geworfen. Der war sehr gut geworfen. Leck mich doch. Was? Wieso kriegt der 3? Das sind wohl die merkwürdigen Regeln dieses Spiels. So, jetzt wirft der nämlich den Ball weg. Anscheinend kriegt man mehr Punkte, je mehr... Ah, das macht Sinn. Wahrscheinlich kriegt man jetzt 5 Punkte. Dann wäre es so,
dass man, wenn man die ersten zwei gewonnen hat, als letzter immer noch die Möglichkeit hat, das ganze Spiel zu gewinnen. So sieht es nämlich aus. So, das war kein guter Wurf. Wir wollen jetzt mal gucken, ob wir das besser hinkriegen. Oh, das war viel zu wenig. Aber wir sind näher dran als der andere. Das war gar nicht so schlecht. Ja, war sogar ziemlich gut. Weil wenn er jetzt meine Kugel weghaut, dann haut er die weiße auch mit weg. Das war ein ziemlich taktisch ausgefuchstes Ding von mir, muss ich sagen. Nochmal einen kleinen Schutzwall um die Kugel bauen. Wenn wir es denn hinkriegen. Ah, geht so. Meine Fresse, ist das spannend. Und so actiongeladen. Oh ja. Bring mich noch näher an die Kugel. Hervorragend. So, ich will jetzt noch dazwischen treffen, sodass da möglichst auch keine Kugel reinkommt. Naja, war ein bisschen weit, ne? So, seine letzte Kugel jetzt. Wenn die nicht meine Kugel raushaut und ihn irgendwie wieder zurück ins Spiel bringt, dann habe ich gewonnen. Und das sieht doch sehr gut aus. Das sieht hervorragend aus. Leute, 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 ich bin der Champion. Ich bin der Champion. Lalala, der Champion. Ich muss überhaupt gar nicht mehr aufpassen. Ich kann die Kugel einfach irgendwo hinwerfen. Ist völlig scheißegal. Zack. Rust damit. Lol. Kann mir das jetzt jemand das mal erklären? Das war eine tolle Partie, Mr. Holmes. Aber Arthur gewinnt immer. Die Preisverleihung für die ersten drei Plätze findet morgen früh statt. Sie werden doch beide kommen, oder? Leider habe ich morgen keine Zeit. Die Arbeit ruht nicht. Ah, aber immerhin kennen Sie nun den Club. Gehen wir heim. Ey, aber wirklich, das war ja Schiebung hier. Wieso hat denn der drei Punkte bekommen? Preisverleihung gibt's auch noch. Ich will jetzt verdammte Hors d'oeuvres essen. Heim. Oh Mann! Ich mach ja alles kaputt. So, kann ich das hier umwerfen irgendwie? Nee. Ich will es randalieren, verdammt. So eine Scheiße. Wieso habe ich nicht gewonnen? Wieso hat der drei Punkte bekommen? Mann! Also, gehen Sie zur Preisverleihung am Tag nach dem Bowls Turnierfinale. Ja, toll. Das macht mir jetzt überhaupt keinen Spaß mehr. So eine Preisverleihung, wo ich nicht der Erste bin, gehe ich noch nicht hin. Hör mal, ich bin doch nicht blöd. Oh, Vater. Hallo, Mr. Bouvier. Hallo, Mr. Holmes. Ja, Caitlin? Wie du aussiehst. Gefällt's dir nicht? Oh, doch. Caitlin, sei respektvoller gegenüber deinem Vater. Ich weiß nicht. Irgendwie muss ich immer auf die Lippen gucken. Ich weiß auch nicht warum, aber ich weiß nicht, das haben die hier nicht so. Also, ja, designt, ne? Oh, jetzt dürfen Sie auch noch untersuchen. Führen Sie Ihre Charakteranalysen durch, indem Sie sich auf die wichtigen Details konzentrieren und folgern, was sie bedeuten. Also, dann gucken wir mal. Was ist mit den aufgespritzten Lippen eigentlich los? Die kann man gar nicht auswählen? Das ist eine infame Lüge. Das geht doch gar nicht klar. Ein Pentagramm? Nein, irgendwas ähnliches. Halskette, ein okkulter Gegenstand oder exzentrischer Schmuck. Nee, ist ein okkulter Gegenstand. Das sehe ich schon von hier. So, wenn die jetzt auch noch irgendwo eine Black Sabbath-Kassette rumliegen hat, dann weiß sie Bescheid immer. So. Hier kann man nichts. Gar nichts. Gar nichts. Oh, hier schon wieder. Okkult, okkult. Sorry, Love.
Sorry, Love. Liebeskette. Besucht, was war das? Besucht einen Gefangenen? Darf ich nicht. Wieso besucht einen Gefangenen? Das verstehe ich nicht. Hier haben wir noch Schnitte. Selbstmordverlug oder Unfallverletzung. Das sieht leider sehr nach ersterem aus. Und was haben wir noch? Irgendwo haben wir noch irgendwas, was wir noch nicht angeguckt haben. Den Hut vielleicht? Nee. Ja, Ohrringe. Keine. Hut auch nicht. Irgendwas müssen wir doch hier machen noch. Irgendwas, was einem auffällt. Die Knöpfe auch nicht. Ah, hier vielleicht irgendwas. Die Liebeskette. Wieso besucht einen Gefangenen? Das ist eine Schlussfolgerung, die mir nicht so ganz klar war. Hier. Leider konnte ich jetzt tatsächlich schon das hier lesen. Deshalb, ja, kein Ring, nicht verheiratet. So. Also. Nicht verheiratet, Selbstmordbesuch, besucht einen Gefangenen, okkulter Gegenstand. Charakteranalyse abgeschlossen. Oha. Alice ist Sherlock Holmes' neue Nachbarin. Sie ist jung und hübsch. Und hat ihre Lippen aufgespritzt und sie scheint sich gut mit Kindern zu verstehen. Sie ist noch unverheiratet. Die Liebeskette, die sie trägt, deutet auf eine Verbindung zur Unterwelt hin. Sie hat schwierige Zeiten durchgemacht. Die Narben weisen auf einen Selbstmordversuch hin. Nach ihrem Schmuck zu urteilen, ist sie am Okkulten interessiert. Miss Alice hat mir über ihre ganzen Reisen erzählt, Vater. Sie war schon überall auf der Welt mit ihrem eigenen Vater. Ihre Tochter ist reizend. Und sie war an Bord des Orient Express, als er angegriffen wurde. Oh, was für ein Traum. Genau. Sie ist so einfallsreich und kreativ. Das erinnert mich daran, dass ich sie fragen wollte, ob Caitlin mich besuchen kann, um ihr Klavierspiel zu üben. Ablehnen ohne Erklärung, ablehnen Kates Ausbildung, ablehnen kein gutes Instrument. Ich kann nur ablehnen. Ach, hier könnte ich jetzt wieder nochmal die Charakteranalyse machen. Ablehnen wegen Selbstmordversuch? Nee, deswegen Kates Ausbildung. Machen wir mal Kates Ausbildung. Das ist nett, aber ich habe beschlossen, dass Kate mit dem Klavierspielen aufhört. Oh, Vater, was sagst du denn da? Caitlin, wir sind Nachbarn. Wir werden uns wiedersehen. Bis dahin lasse ich dir dieses Buch hier. Vielen Dank, Miss Alice. Am nächsten Morgen. Es war ein merkwürdiger Besuch, muss ich ganz ehrlich sagen. Von dem ich auch nicht so ganz genau weiß, was das zu bedeuten hat. Morgen! Oh, bin alleine. Wieder meine Tochter. Na, Tobi ist da. Morgen, Tobi! Wollen wir mal den Maya-Kalender angucken. Das müsste nicht bei den Forschungssachen sein. Wohl Zeichen und Symbole könnte es sein, aber ich würde jetzt fast eher bei Geschichte mal gucken. Ich meine auch, da haben wir schon mal was gesehen. Geschichte. Die Maya-Zivilisation in Mittelamerika. Die Maya-Zivilisation, die ihr Zentrum im tropischen Hochland in der Region, die heute als Guatemala bekannt ist, hatte, erreichte ihren Höhepunkt an Macht und Einfluss im 6. Jahrhundert nach Christus. Herzlich willkommen beim Bildungskanal auf YouTube. Die Maya glänzten vor allem in den Bereichen Landwirtschaft, Töpferei, Hieroglyphenschriften, Kalendererstellung sowie Mathematik und hinterließen eine Vielzahl von beeindruckenden architektonischen und symbolischen Werken. Vor der spanischen Eroberung Guatemalas bildeten die Quiché die größte Maya-Volksgruppe. Ich glaube, die wird anders ausgesprochen, aber Quiché? Keine Ahnung.
Der Name bedeutet so viel wie viele Bäume und leitet sich vom bewaldeten Hochland ab, in dem die K'iche lebten. Tekun Umann war der letzte Herrscher der K'iche und kämpfte mit seiner Armee gegen die spanischen Eroberer. In der Schlacht bei El Pinar fiel Tekun Umann, als der Speer von Don Pedro de Alvarado seine Brust durchbohrte. Der Legende nach soll Tekun Umann selbst nach seinem Tod sein Volk beschützt haben. Da, gefunden. Nun gut, das ist unser erster Hinweis in diesem Fall, der noch gar kein Fall ist. Obwohl, vielleicht untersuchen wir diese mysteriösen Regeln vom Bowling. 131, was hat das damit auf sich? Ist das ein Code? Vielleicht. Wir sind jetzt schon am nächsten Tag. Das heißt, ich könnte rein theoretisch wahrscheinlich schon zum Club überlaufen, oder? Gehen Sie zur Preisverleihung am Tag nach dem Bowls Club Finale. Dann machen wir das doch mal. Die Statue war es. Sie hat Zacharias getötet. Beruhigen Sie sich, Sir Charles. Sie stehen unter Schock. Lassen Sie uns arbeiten. Was kann ein einfacher Inspektor wie Sie schon machen? Sie haben keine Ahnung. Ein einfacher Inspektor? Also wirklich. Und da kommt Mr. Holmes. Lestrade, haben Sie etwa auch einen Preis gewonnen? Sehr witzig, Mr. Holmes. Gehen Sie nach Hause. Die Siegerehrung fällt aus. Hier wurde jemand ermordet. Wirklich? Und ich dachte, ich komme wegen dem Preis. Ich weiß. Ich habe Sie auf der Spielerliste gesehen. Gehen Sie. Sie wollen mir nicht gratulieren? Was? Halten Sie mich für so naiv? Zuerst wird hier jemand ermordet und dann tauchen Sie ganz zufällig auf. Was für eine Überraschung. Oh, Sie übertreiben wieder maßlos, Lestrade. Tun wir doch einfach so, als ob ich ein einfacher Berater sei, Ihr ergebener Assistent. Ach, also gut. Das Clubmitglied Zacharias Greystoke wurde gegen 4 Uhr morgens getötet. Dort drüben. Jetzt lassen Sie mich arbeiten. Das werde ich gerne tun, Inspektor. Und wir werden uns natürlich auch noch ein bisschen umgucken, aber zuerst wundern wir uns mal über diese ganzen Blitze, die hier gerade passieren. Mordfall, Clubhaus. Wie lauten denn die Fakten? Es ist recht offensichtlich. Der Täter wollte den Maya-Kalender stehlen. Zacharias Greystoke erwischte ihn dabei. Der Täter griff zur erstbesten Waffe, die er finden konnte, zum Speer der Statue, und tötete ihn. Danach floh er, als gerade Sir Charles aus dem Clubhaus kam. Leider konnten wir keine Spuren jenseits der Mauer des Clubs finden. Als ob sich der Täter in Luft aufgelöst hätte. Sehen Sie sich selbst um. Das werden wir bestimmt machen. Haben Sie das Clubhaus durchsucht? Wozu? Die Tat hat sich draußen ereignet. Ich weiß nicht, was gerade mit den verdammten Grafikeinstellungen los ist. Ich kann sehr viel einstellen bei der Grafik. Ich sehe schon. Total viel. Ja. Ja, jetzt scheint es besser zu sein. Vielleicht muss man einfach einmal ins Menü gehen. Immer noch hier? Natürlich. Ich gucke mir jetzt erstmal um und löse deinen verdammten Fall, Lestrade. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Aha. Das ist schon ein wesentlich ergebenerer Schupo. Irgendwas war hier. Kratzer auf dem Stein. Sehr verdächtig. Ein zerbrochener Ast. Jemand ist auf den Baum und dann über die Mauer gesprungen. Kann ich helfen, Mr. Holmes? Wo sind die Hors d'oeuvres? Die stehen mir zu. Außerdem möchte ich dem Typen, der gegen mich gestern im Bowling gewonnen hat, ein bisschen auf die Schnauze hauen. Sir Charles, können Sie mir genau beschreiben, was geschehen ist? Ah, Mr. Holmes. Nun, um die Siegerehrung vorzubereiten, entschied ich mich, die Nacht über hier im Club zu bleiben. Ich saß alleine am Tisch, als ich ein lautes metallisches Geräusch und einen schrecklichen Schrei hörte. Ich rannte raus und fand den leblosen Körper von Zacharias. Und bei meiner Ehre, ich sah die Statue von Tekun Umann wegrennen. Sie sahen die Statue wegrennen? Es war zwar dunkel, aber ja, ich bin mir sicher. Sie rannte weg und machte dabei ganz schreckliche metallische Geräusche. Und das Podest ist jetzt leer. Sehen Sie nicht? Kannten Sie das Opfer?
Ja, natürlich. Zacharias Greystoke. Er ist, er war ein Clubmitglied und exzellenter Bowls-Spieler. Tja, schade, dass das nicht mein Kontrahent gewesen ist. Aber warum war er zu der späten Stunde hier? Oh, ich weiß nicht. Sehr unbefriedigend, diese Informationsfülle. Woher haben Sie eigentlich den Maya-Kalender? Aus einer anonymen Spende. Wir erhielten ihn vor dem Turnier zusammen mit der schriftlichen Bitte, ihn dem Sieger zu überreichen. Das ist ja sehr merkwürdig. Lass uns mal einmal ganz kurz den Typen untersuchen. Immerhin haben wir hier einen Edelstein. Schlechte Qualität. Na gut. Haben wir hier vielleicht irgendwas? Der Typ erinnert mich irgendwie an einen anderen Typen, der hier in der Nähe ein Restaurant hat. Der sieht fast genauso aus. Einladung. Sozial aktiv, einfaches Flugblatt. Annual Meeting ist kein einfaches Flugblatt, sondern das ist ein sozial aktiver Mensch. Nun gut, dann gucken wir mal hier weiter. Politisches Symbol oder Verzierung? Ich würde sagen politisch aktiv. Dann. Und was haben wir hier noch? Oh, ist das die Heilsarmee? Abzeichen, war beim Militär. Und ist verheiratet. Okay, diese Charakteranalyse hätten wir auch abgeschlossen. Sir Charles Yellingham. Sir Charles Yellingham ist der Leiter des Bowls Clubs des Archäologischen Instituts von London. Er war früher Soldat einer angesehenen Infanterieeinheit. Sir Charles ist verheiratet und macht einen wohlhabenden Eindruck. Allerdings täuscht dies offensichtlich. Er ist in der Tory-Partei politisch aktiv. Zudem scheint er ein aktives Sozialleben zu haben. Ist der Kalender wertvoll? Oh, nicht wirklich. Er hat natürlich einen historischen Wert, aber abgesehen davon ist er nicht viel wert, Mr. Holmes. Tja. Darf ich ins Clubhaus gehen? Das dürfen nur Mitglieder. Anderen darf ich das nicht erlauben, außer es liegt ein Durchsuchungsbefehl vor. Tja. Und den würde uns Lestrade wahrscheinlich nicht geben. So, wir haben aber ein paar neue Sachen. Und zwar Beweise. Nur Mitglieder haben Zutritt zum Clubhaus und der Maya-Kalender ist der Hauptpreis beim Bowls-Turnier. Aber wir haben immerhin... Was haben wir denn? Wir haben überhaupt nichts bisher. Wir stehen mit leeren Händen da. Oh Gott. Und dabei ist die Folge jetzt aus. Damn it. Wir sehen uns bei der nächsten. Tschüss.